Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hausflipper, dem Heimwerker-Simulator. Aus dem Haus der Familie Chaos mit den beiden Oberhäuptern der Familie Chaos. Und ich sag, hi mein Schatz. Hallo. Und es hat ein bisschen jetzt gedauert, ne? Hatte ich ja gesagt gehabt, bis mein Schatz mal wieder dabei sein kann. Ne? Aber das wird halt öfter mal vorkommen. Das ist ja wie bei der Welker Farm. Das kommt ab und zu mal vor. Das ist nun mal so, wenn man Familie hat. Ne? Genau. Und deswegen gehen wir heute bei und machen das letzte Zimmer. Ich habe ihr schon einen kleinen Rundgang gegeben über das, was ich eigenmächtig die letzten Tage gemacht habe. Wurde alles von der, wie sagt man dazu? Von der Hausherrin? Sagt man das so? Ja, aber hast du schön gemacht. Siehst du, habt ihr gehört, ne? Ich habe ein Lob gekriegt. Und von den eigenen eigentlichen Hausherren wurde es ja auch abgesegnet. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, wir kümmern uns heute ums letzte Kinderzimmer, haben wir gesagt. Mhm. Und immer ein Tür zu. Das heißt, wir brauchen zuerst die Wandfarbe. Das wird jetzt ein bisschen speziell. Ist da ein Fenster drin? Ja. Ach, da. Ja. Das ist ja das, was, wo ich eigentlich die Wand hätte nicht hier haben wollen wegen der Gardine, aber gibt es halt hier nur ein Rollo. Gut. Denke mal, das stört so nicht, wenn da nur ein Rollo ist. Also, wir brauchen Wandfarbe. Jetzt wird es ein bisschen spezieller, ne? Ja, ich denke, da können wir gleich mal ganz runter scrollen in den dunklen Bereich. Also ich, ganz dunkel würde ich es nicht machen. Das Kobalt ist schön, das Nebel ist gut, grauer Nebel. Weil sie hat ja gesagt, blau oder rot, dass man nochmal ein Stück weiter oben das dunkle Rot nehmen. Das hier? Ja, wobei ich eher das Blau nehmen würde. Mhm. Also du würdest auf jeden Fall diesen grauen Nebel nehmen? Den finde ich gut, ja. Aber dann eben nur die hintere Wand, weil wenn du die an der Seite nimmst, das drückt das Zimmer. Dann wird es noch kleiner. Das stimmt. Also davon nehmen wir auf jeden Fall schon mal ein. Ich würde erst mal das machen. Für die Wand jetzt hier? Bis hier? Oder nur hier hinten? Wirklich nur die? Erstmal die, ja. Probieren wir erstmal die. Ja, schon sehr dunkel, siehst du. Mhm. Und vielleicht den einen Vorsprung hier noch. Den da. Die beiden hier. Genau. Diese Flächen. So. Genau. Mhm. Ich lasse den Pott Farbe natürlich nochmal stehen, falls wir ihn noch brauchen. Mhm. Und dann, was hattest du dann gesagt? Ich würde gar keine zweite Farbe mehr reinnehmen, ehrlich gesagt. Vielleicht die anderen Wände noch in was Hellerem streichen. Mhm. Aber eine zweite, dunkle, würde ich gar nicht mit reinnehmen. Ne, sehe ich auch so. An was Helleres hättest du denn dann gedacht? Geh mal hoch. Gute Frage. Weiß. Oh, verwegen. Ja, ganz mutig. Das ist ja wirklich mutig, ne? Da musst du dir das überlegen, weil sie wollte ja helle Möbel. Oder der helle Pfirsich. Irgendwas ganz Helles, aber nicht direkt mit viel Farbe. Soll ich den mal so... Probier's mal, ja. So, warte mal, ich kann den ja hier daneben halten quasi, so. Ja, finde ich jetzt okay. Sonst mach mal die eine, die kurze Wand zwischen dem Blau. Okay. Irgendwie ist das dunkler als im Topf, oder? Ja, das stimmt. Gut, hier ist natürlich jetzt auch kein Licht hier hinten drin, ne? Hängt ja keine Lampe. Fenster ist ja hier vorne. Kann man ganz kurz, warte mal. Siehst du, das ist neben dem Fenster dann heller. Ja, sonst würde ich es fast weiß lassen. Verdammt, ist wieder übergestrichen. Weiß lassen? Ich denke schon, ja. So, machen wir das hier auch mal wieder. So. Gut, zeig mir mal den Raum nochmal. Von der Tür, die Türseite. Sollen wir die noch blau machen? Könnten wir eigentlich, ne? Ne, würde ich. Nur die kurzen Seiten, dann ist das Zimmer nicht so klein.
Aber auch nur bis hier. Hier im Fenster bleibt ja weiß. Das haben wir ja. Nochmal ganz kurz ein bisschen Farbe. So. So. Genau. Das sieht gut aus. Ja, das passt. Gut. Perfekt. Dann schauen wir nach dem Boden. Machen wir erstmal die ganze Farbe weg. So, Boden. Das ist, ja. Das sind die Böden, die wir haben, was jetzt nicht gerade Fliesen ist. Sehr begrenzt, ja. Ja, also, ich bin echt begeistert. Blau, mach mal den Blauen rein. Mhm. Meinst du, zur Not kann man ja so wie bei den anderen auch arbeiten, ne? Mit dem... Mach mal nur ein kleines Stück hier, nicht alles. Nur so an dem Blauen, genau. Mhm, ich kann auch mal, warte, so. Das ist im Moment das Buche, ne? Das ist Kiefer. Kiefer? Mhm. Geh nochmal auf den Laden, bitte. Fußboden, dunkel, das wäre vielleicht auch noch was. Der hier? Ja, also entweder der oder das Blaue. Nee, blau. Das Blaue? Das sieht ganz anders aus. Ja, ich finde auch, dass sie das, da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten, dass das hier ein bisschen besser dargestellt wird, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Okay, hallo? Ja, machen wir alles blau, das sieht gut aus. Jupp. Ja? Irgendwie sieht es jetzt ein bisschen so aus wie unser Schlafzimmer oben. Ne? Ja, bis auf, dass unsere Wände schöner aussehen. Also ja. vom Blau her, vom Blaustil her. Okay. Hier ist ja weiß. Okay. Ja? Gut. Yeah, jetzt kommen die Möbel. Mhm. Also ich weiß, wir brauchen auf jeden Fall ein Bett und auf jeden Fall hier auch einen großen Schreibtisch. Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen erstmal aufs Bett, würde ich sagen. Ja. Fangen wir damit an. Ich hätte jetzt spontan gesagt, weil wir gehen ja sowieso nach Einzelbett. Wir könnten das gleiche Bett nehmen, wie die anderen beiden auch nein, haben. Das gefällt dir nicht. Das drüber würde ich nehmen. Das hier? Ja. Okay. Und dann hattest du, was hattest du gesagt? Hell. Ich würde die Möbel heller halten, ja. Lass genau. Mal so, wie es ist. Mal so, wie es ist. Okay, Moment. Wir können aber die Tagesdecke könnten wir zum Beispiel noch ändern. Das wäre die hier. Nimm es mal in Rot. Nee. Schwarz-weißes Karo? Ja. Ja? Und den Bettbezug weiß mit schwarzen Blumen, das wäre ja so wie hier. Mhm, passt. Okay, das wäre dann so. Mhm. Wo würdest du das hinsetzen wollen? Also ich würde es mittig hinten an die Wand stellen, an die dunkelblaue. Kann man da vielleicht noch ein Nachtkästchen nebendran, dass das noch hinpasst? Ja. Nachtkästchen dann auf der Seite, ne? Also quasi ja. Links vom Bett. Dann würde ich das so... So, ja. Genau, wenn es nicht passt, kann man ja das Bett immer noch einen Millimeter rüber verschieben. Das sieht ja schön aus, oder? Das sieht echt schön aus, ja. Mir gefällt das auch mit diesen Tagesdecken. Mhm. Auch wenn sie meistens eh nur hinten rüber hängen, aber es gefällt mir. Ich muss das unbedingt umstellen. Das geht weg. Was denn? Das Haus wird nicht verkauft, die freuen sich dann immer, wenn ein Schlafzimmer kommt. Stehen schon vor der Tür wie die Geier, oder was? Ja, echt. Nix gibt's. Nicht unser. So, da gehört jetzt der dazu. Ja, den kannst du nehmen. Im Buche passt. Im Buche und unten das... Nee, würde ich lassen. Würdest du grau lassen? Ja. So? Ja. Passt. Oh, als wäre es dafür gemacht... Aber an die Wand ran, nach links. Perfekt. Da ist eine Lücke zwischen Bett und Nachtschrank. Ja, aber besser wie eine Lücke zwischen Wand und Nachtschrank. Dann muss das Bett aber rüber. Nein. Alles gut. So, warte mal. Noch eine Lampe? Ja, wollte ich gerade sagen. Lass uns da erstmal die Lampe draufstellen. Es gibt die hier, es gibt die beiden. Die, genau, Lampetube. 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 So. Ja. So kann man dann ja hier mit Deko noch ein bisschen arbeiten. Schön. Ja, sieht gut aus. Mhm. Das sieht wirklich gut aus. Gut. Das Schreibtisch würde ich unter das Fenster stellen. Es war gerade mein Argument, so einen, wie ich bei mir im Büro habe, so ein Eckschreibtisch, glaube ich, würde ganz gut passen. Wozu sind denn die Schalter da unten?
Das sind Steckdosen. Also ist ja Amerika. Da hast du doch diese. Kann, man, die kann ich mich nochmal. So. Da hast du doch diese Dreier. Mhm. Ne? Diese Nasen. So, Schreibtisch. Hätte ich jetzt spontan auch gesagt, so einen wie ich hab? Mhm. Okay. Welchen nee, hättest du? Der ist zu groß für das Zimmer und sie hat ja nur den PC draufstehen. Das stimmt. Dann also ich würde den klassischen unten nehmen. Wenn wir den in Buche kriegen? Nimm ihn mal in schwarz. Zum Beispiel. Und die Schubladen dann auch dementsprechend schwarz? Nee, weiß. So. Zum Beispiel. Als nehmen wir ihn? Du sagst das jetzt als Beispiel. Wir können wir das hier eigentlich... Uhu. Also wenn es dir gefällt. Die Funktion habe ich ja noch nie benutzt. Wow. Cool, ne? Man kann das drehen. Guck mal, es dreht sich. Das ist ja unglaublich. Und ich denke mir immer, wieso kann ich Bettbezüge und sowas nicht ansehen? Ich sollte vielleicht, ich hätte das Spiel mal studieren sollen. Nach der, was sind wir, fast 70. Folge? okay, also nehmen wir den jetzt so, wie er ist, ja? Stell ihn mal hin und dann schaust du ihn. Gefällt er dir? An. Gefällt? Ja, mir gefällt, aber dir gefällt. Gefällt er dir? Ja, hätte klappen können. So, und dann quasi... Genau. So, also bis hier rein? Eigentlich. Oder lieber ein Stückchen von der Wand weg. Also quasi so, dass man noch eine Lampe daneben stellen könnte. So. Was sagst du wegen der Farbe? Es würde auf jeden Fall zum Bett passen. Zum Bettbezug. Nee, dann nimmst du das. Ist okay. Ich denke, ihr gefällt's. Ja. Sicher? Ja. Sicher? An der Stelle? Ein bisschen Platz zur Wand lassen, dann kann da der PC zum Beispiel hin. Ich überlege nochmal, wenn er steht. Das ist jetzt... Okay. Dann packen wir erstmal den Schreibtischstuhl dazu. Mhm. Beim Schreibtischstuhl gibt es ja keine... Also da nehmen wir alle den Bürostuhl, weil mit Lehne und so, das muss ja sein. Genau. Schwarz oder... Ja. Schwarz? Ja. Ja. Ups, falsch. Da muss ich hin. So. Genau. Schön. Dann darf ich mal ganz kurz nach dem Technischen walten, ja? So, den setzen wir. Wo die Monitor, wo der Monitor im Endeffekt steht, ist ja egal. Ich setze ihn natürlich jetzt erstmal mittig drauf. Boxen? Ja. Ja. Zuck, Lautsprecher. Es gibt leider keine kleineren. Also das sieht ein bisschen übertrieben aus, wenn man die daneben stellt, aber da müssen wir jetzt durch. Du könntest sie auch neben den Schreibtisch stellen. Ja, das stimmt. Wobei daneben stelle ich jetzt gleich den PC. Die Tastatur finde ich irgendwie cool mit diesen seitlichen Griffen. Du kannst, das ist ja so eine Wireless-Tastatur, da kannst du dann auf dem Bett quasi auch liegen und kannst sie dann immer so mitnehmen, wie so ein Tablet. Mhm. Finde ich schon nicht schlecht. Ein Tablet gibt es da nicht? Nee, leider nicht. Okay. Das bräuchten wir noch. So. Das wäre dann schon mal die Ecke. Mhm. Dann, ja, Kleiderschrank. Ja. Ne? Und, guck mal, das passt sogar eigentlich mit dieser Ecke, ne? Also jetzt nicht direkt da in die Ecke, aber das passt mit diesem Vorsprung. Und einen Kleiderschrank nehmen? Ja. Aber keinen so großen. Eher einen kleineren würde ich nehmen. Ein Stoffschrank, das ist ja auch. Ja, aber willst du ihren Stoffschrank hinstellen? Nee, ich sehe es nur gerade. So einen hätte ich jetzt gedacht. Mhm, in weiß. Gibt es das? Mhm. Das sieht jetzt zwar nicht schwarz aus, aber... Oh, das ist so ein Schwebetürenschrank, ne? Ja. Und dann so ein bisschen von der Wand weg, also von der Ecke da weg? Ja, ich würde noch ein bisschen nach links... So, ja. Und genau. So? Ja. So? Ja. Oh ja, doch, doch. Dann kommst du hier noch gut rein. Ja, wir gehen mal ganz kurz raus und wieder rein. Ja. Ja, das ist perfekt.
So kannst du hier schön so schön... Aus, gefällt mir. Ja, ne? Silber einziehen. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen für heute erstmal Schluss an dieser Stelle. Wir machen noch ein bisschen Lampen, machen wir alles noch gleich rein. Und das soll es für heute gewesen sein. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würden uns freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.